Das Böse erzeugt Leid. Es ist die Kraft, die einen Menschen zur Entwicklung antreibt. Der Teufel versetzt die Menschen in einen hypnotischen Schlaf, indem sie sich stumpf jedem Einfluss und jedem Gedanken unterwerfen. Die Grundlage dieses Übels ist der Schlaf der Menschen. Die Menschen schlafen in der Wirklichkeit und ihre Gedanken, ihre Vorstellungen sind ihre Träume. Aber es gibt doch auch gute Gedanken, nicht wahr? Ja, die gibt es. Doch oft verbergen sich dahinter böse Geister. Man muss aufwachen, wachsam sein, ihrem Einfluss nicht erliegen, sich nicht mit ihnen identifizieren, denn oft verstecken sich Larven hinter guten Ideen und dringen unbemerkt in einen Menschen ein, um ihn zu verschlingen. Aber das Wichtigste ist, aufzuwachen, zu verstehen, in sich selbst zu sehen, was ein Traum und ein Erwachen sind, die Wahrheit zu sehen,